Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Pet Battle Guide präsentieren. Heute geht es um ein Pet, das wir hier in der zweiten Zone uns holen können. Und zwar befinden wir uns einmal hier in den Ebenen von Onara und dort sind wir einmal hier in dem Lager der Marokai. Und dort können wir uns ein Item besorgen, um dementsprechend ein bestimmtes Pet sehen zu können. Als allererstes brauchen wir eine Stufe 70 Char, dann brauchen wir einen Charakter, der bei den Maruk mindestens Stufe 7 ist, also diese Rufstufe. Dann bekommt ihr nämlich eine Quest, die ihr automatisch hier beim Rüstmeister abgeben könnt und für diese Quest bekommt ihr einen bestimmten Staub und zwar Essenz des Erwachens schimpft sich die. Und das können wir einmal einsetzen und dann sind wir eine Stunde lang, können wir dann bestimmte Mobs sehen, das braucht man auch unter anderem für ein Achievement, aber auch für ein Pet. Und ja, diesen Staub kriegt ihr einmal über die Quest, ihr könnt ihn aber auch dann jedes Mal kaufen, hier für dementsprechend ein paar Ressourcen. Und wenn ihr diese Ressourcen nicht farmen wollt, ihr könnt das Ding auch einfach im Auktionshaus kaufen. Ich habe das jetzt übers AH gemacht, wenn ihr den ersten Staub quasi weggehauen habt, ist das gar kein Stress, einfach mal AH kaufen. Wenn denn das Auktionshaus will, ich kann euch das mal kurz zeigen, Gegenstand nicht gefunden, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aktuell hat Blizzard mit dem Auktionshaus noch ein bisschen Probleme. Ihr seht, für 7 Gold ist es drin. Sind jetzt aktuell am Anfang der Expansion 1600 drin. Das werden wahrscheinlich später noch mehr werden. Und ja, also das Ding einfach kaufen. Und sobald ihr das Teil habt, könnt ihr das einsetzen. Wir können das jetzt eigentlich auch gleich mal machen. Ihr seht, eine Stunde haben wir hier den Buff drauf. Ich kann euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob ihr das auch, bevor ihr Renown 7 habt, das auch schon kaufen könnt und es benutzen könnt. Ne? Mir wird gesagt, Stufe 7 musst du haben, dann kannst du es kaufen und wahrscheinlich kann man es erst dann auch einsetzen. Aber 7 ist jetzt nicht so hoch. So, und jetzt müssen wir an einem bestimmten Spot und zwar auf den Koordinaten 42, 45. Und dort müsste dann unser besagtes Pet da sein. Und zwar müssen wir jetzt gucken, genau, der Quarkfare ist das und den sehen wir jetzt nämlich nur mit dem Buff einmal. Wir können es jetzt auch einmal testen, ich habe ja 2 Stück gekauft, wir klicken es uns jetzt mal weg. Und dann müsste der auch, ihr seht, er verschwindet wieder und wenn wir es jetzt wieder einsetzen, achso, das hat Cooldown, ja, 13 Sekunden hat das noch Cooldown, das war jetzt nicht so clever, dass wir es weggeklickt haben, aber die Zeit haben wir, denke ich. Wir können uns derweil das Pet einmal auch angucken. Hier ist es, das ist so ein, ja, was ist das, so eine Ente, Gans, irgendwie sowas in die Richtung, bloß dann hier so ein bisschen in Astral und damit können wir ja wieder in diese andere Phase. So, setzen wir es wieder ein, Pet ist da und jetzt können wir es einfach ganz normal mit unseren Pet-Battle-Viechern bekämpfen. Es sieht so aus, ob da nur eins rumläuft. Ich weiß auch nicht, wie lang die Respawn-Zeit ist. Heißt, wenn ihr das bekämpft, solltet ihr halt gucken, dass euch nicht das passiert, was mir immer passiert, dass ihr es versehentlich wegrittet, dass ihr es dementsprechend auch quasi einfangen könnt. Das war es eigentlich von dem kleinen Guide. Heißt, als erstes müsst ihr 7 bei der Fraktion sein, hier in der Zone. Dann die Quest abgeben, kriegt ihr einen Staub. Sollte euch der eine Staub nicht reichen, könnt ihr immer noch mehr Staub kaufen oder ihr kauft es im Auktionshaus. Und sobald ihr das habt, geht ihr hier hin auf den Spot, wo ich jetzt gerade bin, bei dem See. Also meiner war jetzt hier auf 42, 43 und dann könnt ihr das Viech einfach eintüten. Gut, das war's mit dem kleinen Pet Guide. Ich habe sonst nicht weitere Informationen für euch. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.